Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahmesession. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich nehme jetzt mal wieder eine Stunde lang auf, also bis 23:36 Uhr, wenn möglich. Und werde das dann in 4-15 Minuten Parts schneiden und täglich eine Folge hochladen, dass wir die Anlage fertig bekommen werden. Jo. Ich lasse die mal noch kurz laden mit musikalischer Haltung, Unterhaltung im Hintergrund jetzt heute und ja, dass mir nicht so langweilig ist in der Stunde. Wieso das jetzt so lange lädt, kann ich nicht sagen. Ja gut, ist auch schon so gut wie fertig jetzt. Jo, genau, dann gehen wir mal in 3D. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt so machen können in der Stunde. Und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die Straße hier vorne irgendwie zu einem Ende. Weil der Berg ist ja jetzt nicht mehr hier und ja, da muss ja die Straße auch irgendwo hinführen, ne? Ups. Jo, so. Im Moment baue ich auch wieder recht fleißig für die Modelleisenbahn. Habe ich auch schon in der Folge 51 erwähnt. Und ja, macht im Moment sehr viel Spaß. Jetzt ist auch mal vor einem halben Monat oder vor einem Dreiviertelmonat die Baureihe 440 der Agilis rausgekommen. Und die werde ich mir auch natürlich holen. Ich als Agilis-Fan. Oder naja, gut, also mir gefallen die Fahrzeuge so in der Farbgestaltung. Ja, eine Baureihe 440 besitze ich ja schon, aber von der DB AG und also von der DB halt. Das AG kann man sich sparen. Und ja, und die von der Agilis möchte ich natürlich auch, weil ich schon den Regenshuttle nicht bekommen habe und immer noch dran bin, den zu bekommen. Ja, jetzt machen wir hier erstmal Parkplätze hin, würde ich sagen. Parkplätze. So, einfach für so einen kleinen Bahnhof reicht so eine Spalte. Und hier können dann ein paar Autos drin stehen. Verkehr und PKW. Ah ja, genau, die passt sich ja jetzt nicht selbst an. So, jetzt, ob jetzt so ein Auto vor einem Bahnhof unbedingt steht, weiß ich nicht. Aber gut, bei uns jetzt schon auf der Anlage. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir nach dieser Anlage machen sollen, die jetzt recht schnell fertiggestellt werden soll. Wieso habe ich schon in der letzten Folge erwähnt und ja. Ich könnte einen Ablaufberg vielleicht mal bauen. Das muss ich mir aber dann mal anschauen, wie das so funktioniert und so. Weil immer Städte bauen und so ist ja auch langweilig auf die Dauer. Was könnte ich noch machen? Ist ein putziges Auto hier. Was könnte ich noch machen? Ja, wie gesagt, in die Kommentare könnt ihr schreiben. Was wäre denn noch so eine Option? Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Ja, mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Was kann man denn noch so bauen? Boah, keine Ahnung. Ja, dafür seid ihr ja da. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Gerne auch auf Facebook und oder Skype, je nachdem, wie ihr mich halt am besten erreichen könnt und wie es euch lieb ist. Ja, das sieht jetzt schon mal recht gut aus hier so mit den Autos. Jetzt kommt die der Schuppen von hier drüben mal auf die andere Seite.
So. Ist jetzt die Frage, wo der besser aussieht. Ich lasse den mal so, wie er war. In der Ordnung hier. So. So, ja, es taugt schon hier so. Ja. Dann machen wir hier mal grün vor. Die aktuelle Textur gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Kommt jetzt wieder mal was anderes. Den Waldboden 6, glaube ich, hatte ich mal verwendet. Frühlingswiese wäre auch mal so eine Option. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Textur scheint auch noch zu funktionieren. Und auf dieser Anlage und dann passt das schon. Ja, zur Veröffentlichung der Anlage. Ja, Fertigstellung der Anlage kann ich die gerne auf meiner Homepage zum Download bereitstellen. Ob die jetzt wirklich jemand haben möchte, weiß ich nicht. Falls ja, bitte in den Kommentar oder sonst was. Und wenn nicht, lasse ich es einfach. Weil für mich brauche ich es da nicht drauf tun. Und ich muss mich erstmal einlesen, wie das Ganze dann funktioniert. Wie man die so zum Download bereitstellt und so. Genau. So, ja, so taugt das schon hier. Jetzt machen wir hier, ist eigentlich auch zu viel an Grünzeug. Es sei denn, ich tue hier mal eine Gaststätte hin. Gast, okay, habe ich schon mal gehört. Gasthof, Matschurgast. Ist hier schon verbaut, kommt hier dann weg. Weil hier hat es, glaube ich, mehr Sinn. Gut, das passt hier so. Und dann kommt das hier mal so hin. Und hier nebenan gleich das nächste Haus. Also mit der täglichen Folge, gut, muss ich jetzt mal schauen. Die vier auf jeden Fall jetzt mal täglich. Und da muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Weil wenn jetzt die Klickzahlen nicht stimmen und dann jeder immer die aktuellste Folge anzieht nach einer Woche und die alten nicht mehr, dann bringt es mir nichts. Dann kann ich mir das Ganze auch gleich sparen und darum schaue ich mir das Ganze, werde ich mir mal ansehen und dann entscheiden, ob wir das weiter so machen oder nicht. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie sieht das jetzt aus? Naja, geht eigentlich. Ja, könnt ihr entscheiden. So, was haben wir jetzt hier? Eine Villa. Gut, die baue ich auch mal so hier hin. Da kommen wir jetzt so einen Weg nach hinten. Da kann man eigentlich gleich so komplett hier machen. Und dann, was kommen wir jetzt hier noch für ein Haus hin? Das hier vielleicht.
Das. So, irgendwie in der Art. Jetzt hier los. Okay, mein Musikplayer hat sich scheinbar verabschiedet. Das geht so nicht. So, dann würde ich sagen, tschüss, lieber Player. Dann starten dich mal kurz neu. So, gehen wir mal in den Ultra-Ordner hier. Musik. Remake Musik. Alle wiedergeben. So. Ja, wie man hier auch schon sieht, rechts klein, in der Mitte groß, links wieder klein und das ist alles durch die zerschlagene Platte. Ja, das können wir jetzt schon hier. Das auch. 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 Hier waren wir stehen geblieben. Ja. Der stürzt mir in letzter Zeit recht gerne ab, mein Player hier. Ich weiß nicht wieso. Ich habe Windows heute schon geupdatet. Ja. Hat jemand eigentlich von euch einer Windows 8? Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr für ein Betriebssystem nutzt. Könnte auch Apple sein. Weil Windows 8 ist ja nicht gerade der Renner, für manche vielleicht schon. Also ich sage jetzt nichts gegen Windows 8. Ich sag mal so, Windows 8 ist für Tablets und Handys gut. Aber für PCs leider nein. Zumindest für mich nicht. Für alle meine Bekannten nicht. Und für jeden ist Windows 8 nur Müll. Und Dreck und Müll. Ja, ich finde es eigentlich so durchschnittlich gut. Der Desktop ist das einzig Gute dran. Es ist vielleicht auch mal schön, was anderes zu haben, außer den Desktop, wie die Kacheln jetzt, dass man da einfach umschalten kann. Es ist vielleicht recht schön und gut, aber links hier der Windows-Startbutton, der fehlt hier einfach noch. Und ich glaube, im Update haben sie den jetzt mit dazu gebaut. Und ja, dann wäre das schon ein großer Vorteil und irgendwann, also ewig kann man Windows 7 nicht halten, das ist klar, weil irgendwann hören die Updates auf, in ein, zwei Jahren oder so, oder auch vielleicht schon früher. Bin jetzt da nicht gerade am aktuellsten Stand. Auf jeden Fall werden die nicht ewig laufen, die Updates für Windows 7, und darum denke ich, muss da irgendwann auch was anderes her. Es soll aber dann auch irgendwann ein Betriebssystem von Steam kommen, worauf ich mich schon freue. Ich weiß null dazu, wann das kommt, wie das aussehen soll. Muss ich mich mal informieren. Auf jeden Fall wäre das doch mal eine Option, so ein Betriebssystem für Steam. Weil alle Spiele laufen bestimmt darauf, weil Steam ist ja eigentlich hauptsächlich für Spiele ausgelegt. Also die Steam-Seite, was man hier so am Computer hat. Ich habe es jetzt gerade nicht an. Gut, ob das Haus jetzt hier gerade reinpasst, weiß ich jetzt nicht. Aber ich baue es jetzt einfach mal mit ein. Aber für so ein Dorf, glaube ich, ist dieser Klotz hier einfach zu groß. Ja, die Hütte hier passt noch rein. Das Mini-Haus, Lager, keine Ahnung, irgendwas. Und was ist jetzt das? Noch so ein Bauernhaus, ne? Sieht so aus, oder haben wir das nicht hier im Bauernhof schon verbaut? Nö, glaub nicht. Ich glaub nicht.